Sucht euch einen Verbündeten, um euch zu zweit im Turnier gegen die anderen Teams zu behaupten. Plant strategisch euer Vorgehen und entsendet eure Leute. Auf dass sie eure Siedlung errichten. Baut Rohstoffe. Veredelt diese und nutzt sie, um eure Armee auszuheben. Entsendet eure Truppen und entscheidet die Schlacht für euch. Bestreitet eure Kämpfe auf bis zu 5 verschiedenen Karten. Nach einer langen Reise schlagt ihr euer Lager am Fuße eines Gebirgszuges auf. Die Landschaft lädt dazu ein, eine idyllische Siedlung zu errichten. Am Abend sitzt ihr in Gedanken versunken am Lagerfeuer. Vor eurem Auge zeichnet sich ein Plan ab, wie die Siedlung aussehen soll. Doch jäh werdet ihr durch Schreie aus euren Gedanken gerissen. Einer eurer Kundschafter hat auf der anderen Seite des Gebirgszuges ein Lager entdeckt, welches euch nicht wohlgesonnen ist. Um euren Anspruch auf diese Region zu festigen, werdet ihr wohl den antiken Altar in einem Tal im Gebirge erobern müssen. Kerberos hat sich in den Bergen verschanzt. Besiegt ihn und seine Männer. Aber gebt Acht. Ihr werdet sein Lager hoch oben auf dem Gipfel des Berges für geraume Zeit halten und verteidigen müssen, um seine im Lande verbliebenen Untergebenen zum Aufgeben zu zwingen. Ihr befindet euch in einem vom Krieg geprägten Landstrich. Schon mancher Held ist daran gescheitert, den Frieden wiederherzustellen. Doch ihr habt Vertrauen in euch und eure Fähigkeiten. Eint das Land, indem ihr euren Widersacher militärisch zermürbt. Oder baut den Dom auf, um das Volk zu vereinen. Auf der Suche nach Rohstoffen hat es einige Wagemutige tief in die Sümpfe verschlagen. Doch nur wenige von ihnen sind zurückgekehrt. Überlebende berichten von wertvollen Rohstoffvorkommen. Einige wollen sogar Gold gefunden haben. Nun liegt es an euch, die Sümpfe zu erschließen. Doch eilt euch, bevor eure Widersacher auf die gleiche Idee kommen. Aufgrund einer Dürre ist die diesjährige Ernte in der hiesigen Region miserabel ausgefallen. Ein langer und sehr harter Winter steht nun vor der Tür.
Da keine der hier ansässigen Siedlungen mit den eigenen Vorräten durch den Winter kommen wird, scheint ein Kampf unter ihnen wohl unausweichlich. Sucht euch bis zum 22. November 2024 einen Teampartner. Registriert euer Team über das offizielle Anmeldeformular, welches in der Videobeschreibung verlinkt ist. Behauptet euch in der Gruppenphase, welche am 25. November beginnt, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Alle weiteren Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt.